Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, hier sind wir in dem Baueditor und bauen unsere Raumstation. Ich wollte euch einfach mit dabei sein lassen, wenn ich das designe. Ich bin gerade auch im Kommentator-Modus, das heißt, ich bin gerade im Videoeditor und spreche mein Blödsinn auf das Video drauf. Das hat den Vorteil, dass ich mich einerseits voll und ganz aufs Spiel konzentrieren kann, andererseits voll aufs Sprechen. Ja, da bin ich auch schon fleißig am Bauen. Das ist das große Solarmodul, das einzige Solarmodul. Und ich teste auch gerade aus, wie viel Abstand ich brauche, damit ich weiß, wie weit sich die Solarzellen ausstrecken. Und ja, das hat gleich beim ersten Versuch geklappt. Die reichen genau bis dahin. Eine klitzekleine Lücke bleibt übrig. Und ja, das markiere ich mir jetzt mit einem strukturellen Teil. Und baue dann da meine Module zusammen. Das Spiel ist übrigens mittlerweile auch auf Deutsch erhältlich. Allerdings noch nicht voll. Also es gibt noch ein paar Stellen, wo es auf Englisch ist. Ist aber nicht weiter schlimm. Denn wir kommen auch so klar. So, da versuche ich einen großen Takt zu bauen. Es hat aber nicht ganz geklappt. Deshalb mache ich 2 Module. Und den Tank mache ich natürlich orange. Die Enden habe ich kariert, gestrichelt, damit das besser aussieht. Und ihr seht die RCS-Düsen. Da habe ich nicht den Symmetrie-Modus angemacht. Ich habe es vergessen. Aber keine Sorge, das ist geändert worden. So, dann kommt jetzt hier unser kleines Forschungsmodul hin. In Wirklichkeit gibt es ja leider noch keine Forschung, aber man kann ja mal so tun, als ob. Dazu verwende ich wieder die Ionendüsen. Die habe ich nämlich auch schon bei älteren Stationen benutzt. Früher haben sie ja auch noch Elektrizität gebraucht, jetzt nicht mehr. Aber ich finde die Idee immer noch cool, dass man Ressourcen verbraucht beim Forschen. Da packe ich noch eine kleine Sonde dran. Das Modul wird silber gemacht. Und dann teste ich nochmal alles aus. Ja, ich mache jetzt gerade alle Ionendüsen an. Und starte sie mal. Ja, sieht schon ein bisschen merkwürdig aus, dass das da so unter dem Metallischen hervorschimmert. Andererseits kann man auch sagen, dass es so ein kleiner Lichtblitz ist. So, dann kommt jetzt hier das Andockmodul, wo die Raumfähren dann andocken können. Das wird schwarz, wie bei meiner Mikroraumstation. Da war es halt nur eine einzelne Sonde. Jetzt ist es ein riesengroßer Tank. Und da kommt noch die Andockschleuse für unser Wohnmodul. Das Wohnmodul wird grau. Ich weiß nicht genau, warum ich da noch eine Andockschleuse gemacht habe. Vielleicht, um noch was andocken zu können, wenn ich später noch etwas brauche. So, klemme ich wieder den Tank dazwischen, damit die Separatoren das verbinden. Mache ich wieder Sonden dahin. 6 Stück, das heißt 6 Astronauten können auf der Raumstation sein. Da mache ich auch wieder RCS-Düsen ran, dass wenn man die Separatoren betätigt, dass die Separatoren nicht separiert werden. So, jetzt kommt noch eine kleine Satellitenschüssel ran. Einfach damit man Kontakt mit der Erde aufrechterhalten kann. Ja, ich habe da ein bisschen rumprobiert. Am Anfang habe ich die großen Nutzlastverkleidungen genutzt. Aber die waren ziemlich groß. Ja,
Die haben mein Undock-Modul schon ziemlich gestört. Deshalb habe ich die erstmal wieder weggemacht und habe dann mit den aerodynamischen Teilen herumgespielt. Aber die waren auch zu groß. Ja, leider. Ja, deshalb habe ich wieder zurück, bin ich wieder zurückgegangen zu den Nutzlastverkleinungen und habe die kleineren Stücke davon genommen. Und das hat ziemlich gut geklappt. Ich habe am Ende eine Satellitenschüssel gehabt, die auch einigermaßen gut aussieht. Hier kommt noch ein bisschen strukturelles Teile dahin, damit ich das natürlich alles verbinden kann. Leider gibt es keine Sechserteile, sonst hätte ich mir das da oben ein bisschen ersparen können. Aber naja, egal. So, noch ein Fallschirm dran und die Satellitenschüssel einfärben. Dann gucke ich nochmal nach, ob alles in Ordnung aussieht. Sieht ein bisschen nackt aus, deshalb habe ich das nochmal geändert. Einfach ein bisschen mehr strukturelle Teile hingepackt. Und dann sah es schon viel besser aus. Ja, dann habe ich es nochmal ausprobiert. Und es sieht wirklich besser aus. Da habe ich auch bemerkt, an dem Forschungsmodul und an dem Tank waren keine RCS-Düsen. Das ändere ich jetzt gleich nochmal. Ansonsten ist alles fertig. Sieht ziemlich gut aus. Und das Wohnmodul werden wir auch gleich in dieser Folge in einen Orbit bringen. In der nächsten Folge werden wir ein paar andere Teile noch dahin bringen und auch ein bisschen vergrößern. Ja, das war die Raumstation. So, jetzt teilen wir das nochmal auf. Also, ich habe schon aufgeteilt und natürlich bringen wir das Wohnmodul zuerst in den Orbit. Dazu nutze ich die Atlantis 2. Die habe ich, glaube ich, bisher noch nicht gezeigt. Und ihr seht da einfach, wie ich das nochmal schnell zusammenbastle. Und ja, jetzt ist es auch schon fertig. Fliegen wir gleich los und bringen das erstmal in einen niedrigeren Erdorbit. Ja, diesmal mit zweifacher Geschwindigkeit. Einfach damit das ein bisschen schneller geht. Ist halt ein bisschen langweilig, finde ich, die ganze Zeit der Rakete zuzusehen, wie sie halt durch die Gegend fliegt. Ist halt im Grunde dasselbe Prinzip wie bei der Atlantis 1. Nur dass man, dass ich, wenn ich außerhalb der Atmosphäre bin, die Hawk-Düsen ausschalte, weil sie nicht so effizient sind. Aber eigentlich hätte ich das gar nicht gebraucht. Ich hatte nämlich noch genügend Treibstoff an Bord. Aber ja, da zünde ich, da feuere ich mir den Weg entgegen in Richtung Weltraum. So, da schalte ich gerade die Hawk-Düsen aus. Jetzt sind wir im Weltraum. Und da muss die Frontierdüse alleine weitermachen. Ist aber dafür schön effizient und hat trotzdem noch eine Menge Power. Wir beschleunigen auch schon ziemlich schnell. Das heißt, wir sind auch gleich in einem Orbit angekommen. Danach landen wir es wieder. Und dann ist die Folge auch schon vorbei. Ja, etwas kürzer. Aber ich habe sowas auch vor, also etwas kürzere Folgen zu machen. Vor allem mit dem Zeitraffer mit drinne. Also diese Methode gefällt mir schon ziemlich. Wenn es euch gefällt, dann stimmt auch mal ab. Ja. Mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Ich fliege jetzt wieder zurück. Wieder bis 1500 Meter pro Sekunde RCS-Düsen aus und einfach durch die Luft fliegen lassen. Da gucke ich nochmal, ob der Orbit okay ist. Nicht, dass es wieder in der Erdatmosphäre landet und dann wieder auf die Erde fällt. Da dreht sich die Rakete langsam. Ich mache gar nichts.
Es fliegt einfach von selber durch die eingefahrenen Landebeine, gibt es genug Luftwiderstand, um die Rakete zu verlangsamen. Ja, bei 3 Kilometern fahre ich dann die Landebeine aus, bei 2 Kilometern die RCS-Düsen und bei 1 Kilometer zünde ich dann die Düse nochmal. Ihr seht, noch 6,2% Treibstoff, also es ist genügend. Ja, ein bisschen früh die Landebeine ausgefahren, ich weiß. Aber die RCS-Düsen habe ich bei 2 Kilometern gemacht. Jetzt noch ein bisschen drehen und zünden. Da sind wir gerade am Landeanflug. Wir sind ziemlich langsam geworden. Wir haben noch einiges an Treibstoff. Ja, erfolgreiche Landung. Wir haben es geschafft. Ich gehe noch mal kurz zurück und das ist es. Und das war's auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.